Die haben sich jetzt schon ganz eine anstrengende GV hinter euch. Sind völlig erschöpft und wollen eigentlich was. Ja, ich werde euch eine Geschichte lesen. Die Geschichte handelt von einem Mann, der gerne Sachen erklärt. Man sagt immer auf Englisch Mansplaining, das Ausdruck kennen Sie sicher. Also man kann darüber lachen, aber Mansplaining ist ein seriöses Problem. Wo vor allem heteronorme Cis-Männer betrifft. Heteronorme Cis-Männer muss ich schnell erklären. Hetero ist unterschiedlich, also unterschiedlich. Norm ist einfach normal. Also das sind unterschiedlich normale Männer. Und Cis ist, das ist der typisch männliche Grundton. So. Das ist das tiefes Cis. Also heteronorme Cis-Männer sind eigentlich die Männer, die man früher, also lange, lange Zeit, haben einfach gesagt Männer. Also Männer im Unterschied damals, im Unterschied zu schwul oder eine Frau. Also das sind die beiden Möglichkeiten gewesen. Und Männer haben vor allem Männer sein, eben richtige Männer. Mit der Zwischenzeit hat sich natürlich wahnsinnig viel geändert. Es ist alles viel divers geworden. Es sind mega viele neue sexuelle und auch und, geschlechtliche Identitäten auftaucht, aus dem Nichts, sozusagen. Und das stimmt natürlich nicht, es ist überhaupt nicht aus dem Nichts auftaucht. Aber etwas ist gleich geblieben. Die Männer, die ich jetzt vorher erwähnt habe, die heteronormen Cis-Männer, die Männer, die gibt es immer noch, die sind immer noch genau gleich. Das sind die, die alles besser wissen, die, die keinen Schmerz kennen, die nicht gerne brüllen, die, die sich über Sachen aufregen, die sie nicht ändern können, die gerne in Schlägereien geraten, die sich nicht gerne helfen lassen, die nicht gerne über sich selber reden und die lieber im Bundesrat Rösti eine über Blasen als über Beziehungen zu reden und die ungesund essen. Ungesund essen und spät zum Doktor gehen. Und sind also sozusagen Problemhüpfen auf zwei Beinen. Also gut, sie haben immer noch ihr drittes Stammbein. Aber das taugt auch nicht mehr so richtig als dritte Säule. Man könnte sagen, es ist mehr Problemsäule. Und über so einen Mann habe ich eine Geschichte geschrieben, sie heißt Blockchain. Ich weiß nicht, ob ihr weiß, was das ist, Blockchain. Sonst wird es jetzt erklärt. Blockchain. Der Andi war ein junger Mann, der immer alles hat erklären wollte, und zwar vor allem den Frauen. Bei einem Mann hat er komischerweise nie ein Gleichbedürfnis gehabt. Es war aber nicht so, dass der Andi das Gefühl hatte, Frauen seien dumm oder wissen nichts. Er hat vielmehr das Gefühl gehabt, dass er einer Frau ein Geschenk mache, wenn er ihr etwas erklärt. Dass er diesen Frauen wirklich helfen könne. So wie Caritas, einem obdachlosen Erdbebenopfer. Und natürlich hat sie mir selber gut etwas zu erklären, hat sich total gespürt dabei, ist sich stark vorgekommen, sogar grandios. Erklären war eine Art Wellness für ihn. Aber auch noch etwas mehr. Man könnte sagen, der Andi hat ganz leicht erotisch aufgeladen, Erklärungshelfer-Syndrom gehabt. Auf jeden Fall, sobald der Andi eine Frau kennengelernt hat und die zum Beispiel gefragt hat, ob er mit ihr mal einen Kaffee trinken hat er gesagt, gern, was trinkst du so am liebsten? Und sie so Espresso, ich habe halt gern schwarz und stark. Und er, ha, einfach siehst, das ist genau das, was ich glaube. Hast du gewusst, warum gerade der schwärzeste Espresso weniger Koffein drin hat als eine Tasse Kaffeecreme oder Filterkaffee? Sie ist schon ein bisschen erstaunt. Nein, ich hätte jetzt gedacht, ein Espresso hat mehr drin. Nein, eben nicht. Also nicht immer. Pass auf. Ich erkläre es dir. Es kommt eben auf vier Sachen an. Erstens, wie heiß Kaffeebohnen geröstet worden ist. Zweitens, wie fein der Kaffee gemahlen ist. Drittens, wie lang. Und viertens, bei welcher Temperatur gezogen hat. Also zum Beispiel, je schwärzer der Kaffee geröstet ist, desto weniger Koffein. Je feiner er gemahlen ist und desto länger er zieht, desto mehr. Verstehst du? Ja, ist mega spannend, hat sie gesagt. Dann hat auf ihr Handy geschaut. Du, ich sehe gerade, es ist schon drei, ich sollte weiter. Aber dann, die hat ein paar Leute gesagt, warte.
Dann kommt es natürlich noch auf Kaffeesorten an. Also Robusta hat fast doppelt so viel Koffein pro Bohne wie Arabica. Aber es ist nicht das, dass du mit Arabica nicht auch kannst einen scharfen Kaffee machen. Vor allem mit Filter. Aber warte doch, warum läufst du jetzt weg? Immer etwa an dem Punkt des Gesprächs sind Frauen davon gelaufen. Und wenn nicht, vielleicht weil das eine war, was sich gar nicht richtig überlegt hat, dass der Andi könnte ja gröberes Problem haben, sondern gefunden hat, mal, das ist noch herzig, der Andi. Es tut ihm mal gut, etwas zu erklären, ich lasse ihn einfach ein bisschen reden. Der kriegt sich dann schon wieder ein. Dann hat sie es meistens schon beim zweiten Treffen bitter bereut, weil der Andi, während sie am nächsten Morgen gerade genüsslich in ein Laugengipfel gebissen hat, sie gefragt hat, ob sie eigentlich wüsste, warum der Magen sich nicht selber verdaue. Und sie den Fehler gemacht hat, nonchalant zu sagen, nein, keine Ahnung, aber ich habe noch nie daran gedacht. Aber hey, ja, jetzt, was sagst du? Auch wenn sie gar nicht richtig angehört hat, so ist es dann doch irgendwann ein bisschen too much gewesen, detailliert müssen zu hören, wie der Magen sich gegen die Enzyme und die Magensäure mit einer dicken Schleimschicht an der Magenwand schützen und wie die Schleimschicht sich alle zwei Wochen komplett neu generieren. Und irgendwann hat sie dann die Hälfte von ihrem Laugengipfel, wo noch nicht müssen zuschauen, wie die fette Schleimschicht von ihrem Magen sich gerade neu generiert, während sie sich langsam mit der Magensäure auflöst, auf den Tisch gelegt und sagt, sie müsse schnell aufs WC. Wenn sie noch vor dem Sonnenuntergang zurückgekommen wäre, hätte der Andi ihr noch erklärt, dass Abigrob von der Luftverschmutzung käme. Aber meistens ist niemand mehr zurückgekommen und er hat es beim besten Willen einfach nicht können erklären, warum die Frauen das nicht lässig gefunden haben, wenn er ihnen etwas erklärt hat. Und zwar vor allem auch dann nicht, wenn ihm eine Frau eine Frage gestellt hat, die mit dem Wort «Warum» angefangen hat. Der Andi hat nämlich nicht verstanden, dass Frauen manchmal so eine «Warum»-Frage einfach so in den Raum stellen und gar keine Antwort darauf wollen, sondern die Frage mehr als Ausdruck von einer Empfindung sehen oder als unauflösbares Rätsel von der menschlichen Existenz. Und so etwas hätte sich der Andi gar nicht vorstellen können, wo ihm eine Frau einmal nach einem langen und sehr intensiven Kuss seufzend gesagt hat, hey, warum ist das eigentlich so ein angenehmes Gefühl, wenn sich meine Lippen mit zwei fremden Lippen treffen und sich meine Zunge durch die fremden Lippen durchschlängelt und dort auf eine fremde Zunge trifft und mit der einen Ringkampf austreibt, wo alles so feucht und schliffrig ist und sich damit rausschlängelt und die salzige Haut um die Lippen herum abschlägt und das Gesicht und der Hals und die Achselhöhle. Warum ist das echt so angenehm? Der Andi ist scharf angeschaut und hat gesagt, ja, weißt du warum? Und sie so, hä, was? Was weiß ich warum? Ja, eben, warum das so angenehm ist, wenn deine Zunge eine andere Zunge berührt und sich die beiden Sekret miteinander vermischt. Nein, Sekret, weh, ist doch egal, komm, gib mir einfach einen Kuss. Nein, eben, siehst du, hast keinen Dunst, hat der Andi triumphierend losgeht. Das ist, denke ich, weil es am Spitz von der Zunge unglaublich viele Nervenfasern hat und weil im Moment vom Kuss all die Endorphin, Adrenalin, Dopamin, Serotonin ausgeschüttet werden, wo dir ein extremes Hei verschaffen und dann geht der Puls 130 Schläge auf und du machst über 60 Atemzüge pro Minute. Das ist ein Atemzug pro Sekunde. Wirklich, hey, ich finde es voll interessant. aber ich sehe gerade, ich habe einen Termin. Nein, warte. Weißt du, warum Küssen so gesund ist? Und warum man eigentlich möglichst oft sollte küssen? Ja, keine Ahnung. Es macht Spass, ist geil, so in die Richtung. Nein, siehst du, du weißt es nicht, aber ich kann es dir erklären. Also, beim Küssen werden sämtliche Gesichtsmuskeln aktiviert. Weißt du, wie viele sind das? Nein, aber 34. Und die werden beim Küssen alle gebraucht. Darum ist Küssen auch super gegen Hautalterung und Faltenbildung. Aber Achtung, es werden dann alle Hals- und Rückenmuskeln aktiviert. Weißt du warum? Was? Nein, jetzt hör mal auf mit Reden. Nein, los jetzt zu. Weißt du warum? Nein, keine Ahnung. Aua, du tust mir weh. Weil du dauernd den Kopf musst drehen, damit die Nassen nicht aneinander stoßen. Verstehst du? Lass mich los, du verdrückst mir den Arm. Ja, dann lass doch zu, das Beste hat er gar noch nicht erklärt. Wenn du küssest, nimmst du ab. Weil du verbrauchst etwa 20 Kalorien pro Kuss. Bleib jetzt da! Du hast doch immer gesagt, du müsstest abnehmen. Weil der Andi immer rabiater und übergriffiger geworden ist, wenn eine Frau seine Erklärungen nicht hat wollen hören, hat sich sein weiblicher Bekanntenkreis bald einmal rasant verkleinert.
Wo ihm dann noch eine geschrieben hat, mit ihm zu schlafen, sei wie Sex mit Wikipedia, ist sein Beziehungsleben in eine schwere Krise gekommen. Als er nach 3 Monaten Einsamkeit an einem schönen Morgen probiert hat, einen weiblich gelesenen Dobermann, der vor einem Gob abgebunden war, zu erklären, warum sie gar keine Farbe können sehen und darum auch problemlos einen violetten Knochen für essen und die nur knurrt hat, ah, in Ruhe, erklär mir lieber, warum ich ein Hund bin. Da hat er endgültig gemerkt, dass es höchste Zeit war, etwas zu unternehmen. Also jetzt hat er es mit einer Anzeige auf allen Plattformen probiert. Er hat geschrieben, Mann, ledig sucht Frau, die sich gerne alles von ihm erklären lässt. Ernst gemeinte Zuschriften unter Erklärungshelfer ledig sucht etc. Auf diese Anzeige haben sich zum grossen Erstaunen vom Andi nur 3 Frauen gemeldet. Die erste war Sophie, eine sympathische Multimedia-Designerin, die aber dummerweise das Schlimmste gemacht hat, was man beim Andi als Frau machen konnte. Wo sie ihm nämlich beim ersten Rendezvous in der Zebra-Bar gesagt hat, sie fände ihr ein süßes Lächeln. Und er sie darauf aber gefragt hat, apropos süß, weißt du, warum man Honig nicht für die Mikrowellen erwärmen darf? Hat sie wie aus der Pistole geschossen gesagt, ja, weil du die Temperatur nicht genau kannst kontrollieren und Gefahr besteht, dass der Honig sich über 38,3 Grad erhitzt und wichtige Enzyme zerstört werden. Der Andi hat gespürt, wie es im kalten Rücken drauf gelaufen ist. Ganz kurz hat er sich noch überlegt, ob das jetzt vielleicht ein Zufallstreffer gewesen sei. Aber dann ist es ihm schlecht geworden und er hat Flucht ergriffen und sich nie mehr bei ihr gemeldet. Bei der Anna-Maria ist dann alles ganz anders gewesen. Beim ersten Treffen hat sie fast nichts gesagt und ihn nur mit ihren grossen blauen Augen angehimmelt und gelächelt und genickt. Der Andi hat ihr eine ganze Stunde lang erklärt, warum bei einem Rendezvous schon alles nach 16 Sekunden vorbei sei. Entschieden sei. Und ihr Lächeln ist dabei immer reizender geworden. Und der Andi hat schon gedacht, er habe seine Traumfrau auf Erde gefunden. Bis er gemerkt hat, dass sie kein Wort Schweizerdeutsch verstanden hat. Die dritte hat Lucrezia geheißen. Und hat auf den ersten Blick etwas Strenges gehabt. Sie war eine durchtrainierte, polyamoröse Lymphdrainage-Therapeutin gewesen. Mit einem ganz leichten sadomasochistischen Spektrum. Was der Andi aber nicht gewusst hat. Meistens, während sie seine blockierten Lymphgefäße traktiert hat, hat sie mit einem passiv-aggressiven Glitzern in ihren Augen geduldig zugelassen und nur ab und zu ein Aha gehaucht oder ein Nein, wirklich. Und vor allem hat sie mit ihrer rauchig sinnlichen Stimme immer wieder gesagt, nein, ich verstehe es noch nicht, ich komme nicht raus, erklär weiter, bitte. Und Andi hat weitergeklärt und erklärt und ist sich gescheit vorgekommen. Und irgendwann hat sie dann gestanden, ja, ja, jetzt haben sie es verstanden, ah, du bist so gescheit. Und dann hat er gespürt, wie seine Libido angeschwollen ist, wie ein Wespenstich bei einem Allergiker. Schon nach ein paar Monaten war Lucrezia richtig verliebt gewesen in Andi seine Erklärungen. Er hat ihr nichts mehr können erklären, ohne dass sie sofort mit ihm hat gefangen. Sie ist gieriger und gieriger geworden. Sie hat die Erklärung aus dem Andi rausgesaugt wie ein rostbremes Blut und hat extra immer früher gerufen, ich habe es verstanden, erklär mir etwas Neues. Und dann hat der Andi, um seine Libido oben zu behalten, schnell etwas Neues müssen erklären und dann wieder etwas Neues und wieder etwas Neues und so ist er langsam in einen grauenhaften sexualneurotischen Erklärungsnotstand reingekommen. Mit Herzrasen, Atemnot, aber auch Anfall von schwerem Juckreiz, der aber mehr wegen der Lymphdrainage war. Einmal, als sie wieder mal auf dem Bett gelegen sind und News geschaut haben, während sie seine Oberschenkel im Schöpfgriff gehört und er ihr gerade den Unterschied zwischen einem Rechtsextremen und einem Neonazi erklärt hat, etwas, was wirklich schwierig war zu erklären, aber schon fieberhaft am Überlegen war, was er sich als nächstes könnte zu den Fingern aussuchen, hat Lucrezia plötzlich mit herrischer Stimme gesagt, erklär mir Blockchain. Blockchain, der Andi hat angefangen zu zittern, vor Angst, aber auch vor Freude. Blockchain, das ist für einen Erklärungsfetischist so etwas ähnlich gewesen, wie für einen Kreuzritter der Heilige Gral. Schon ganz lang hat er davon geträumt, einer Frau dürfen Blockchain zu erklären. Bitcoin, Ethereum, die ganzen rätselhaften Zusammenhänge. Er hat ganz am Anfang angefangen und dann weit ausgeholt, hat ihr erzählt,
was der Geheimnis umwittert ist, Satoshi Nakamoto in einer verschlüsselten Mail erklärt habe. Dass drum eben die kleinste Bitcoin-Einheit Satoshi heiße. Und sag mal, Satoshi, hat Lucrezia ihn mit sanfter Stimme unterbrochen, während ihre Zunge seine Brustwarze erforscht haben. Satoshi, heißt das nicht etwas mit Erleuchtung? Nein, das ist Satori. Das ist der Zustand, wo man erreicht, wenn einem ein Zen-Meister etwas Unverständliches erzählt und man dann die Erkenntnis von Buddha hat. Zum Beispiel, wo der Mönch einen Typ fragt, ob ein Hund Buddha-Natur hat. Und der Typ sagt dann Mu. Und dann musst du das können deuten. Und warum sagt der Mu? Eben, das musst du können herausfinden. Und der Meister hilft dir dabei. So ein Rätsel ist wie ein Ei, und von außen vom Huhn, also das wäre der Meister, und inwendig vom Bibeli, das wärst du, aufgebrochen wird, also dass dann das Bibeli eben durchbricht durch die Schale von, willst du damit andeuten, ich sage blödes Bibeli oder was, wo keine Ahnung hat. Du kriegst hast einen Mann, der auf die Brust gesessen hat, mir ich nie bei der Schulter reingebohrt, dort, wo es richtig weht hat. Sag jetzt, sag nein, aua, nein, natürlich nicht. Das Bibeli ist ja nicht dumm. Es ist jetzt einfach ein Bibeli und noch gar keine Ahnung kann haben, weil es eben bis jetzt noch im Ei drin, also in der Schale von der Unwissenheit innen, hat müssen, aua, jetzt hör mal um mit deinen Knie. Also, los jetzt zu, der Satoshi hat eine Möglichkeit gefunden, Online-Zahlungen sicher und anonym zu beweisen, und zwar ohne Bank, direkt mit einem Netzwerk, wo jede Transaktion einen Zeitstempel überkommt und auf die Art in eine Kette eingehängt wird. Da haben die auch gespürt, wenn er in einen unglaublichen Flow hineingekommen ist. Eben, die Blockchain, die kannst du nicht mehr verändern, nie mehr. Das musst du vorstellen, wie die Schlange von der innen gestoßenen Einkaufswagen in einem Supermarkt. Aber eine, die man nie mehr würde können auseinandernehmen. Also wie wenn du bei diesen Einkaufswagen deinen 2-Franken reinsteckst, den Steckschlüssel rausnimmst, kannst du einkaufen, nach dem Einkaufen deinen Einkaufswagen, wieder in die Schlange von der Einkaufswagen wirst du reinstoßen, und zwar ohne deinen Einkauf rauszunehmen. Und dann, Moment mal. Das geht doch gar nicht, hat Lucrezia gerufen, ist er starr. Was geht nicht? Ja, die Einkaufswagen, die passen doch gar nicht mehr ineinander rein, wenn du deine Einkäufe nicht rausnimmst. Da hat doch der eine dem anderen gar keinen Platz. Was? Andi hat es dämmert, dass der Vergleich mit den Einkaufswagen vielleicht nicht die beste Idee von seinem Leben war. Aber jetzt hat er nicht mehr können zurück. Doch, natürlich hat das, hat er wild und Fuß gestottert, los jetzt so, unten am Boden von mir, hat es ja immer noch so klein Platz, also so etwa 1-2 Zentimeter. Also, dann kaufst du halt einfach nur so flache Sachen, ganz flache Sachen. Zum Beispiel so, was gibt's da flach? Aufschnitt, Lachs, Edamer, Scheibletten oder Schokotafel, egal, auf alles geht's. Und dann steckst du den Schlüssel wieder rein, nimmst dir 2 Franken raus und dann bildet eben die Einkaufswege in Schlange auch eine Art wie ein Bitcoin-Protokoll von allen vergangenen Einkaufsvorgängen, weil die Reihenfolge kannst du nicht mehr verändern. Du könntest zum Beispiel nicht den 26. Einkaufswagen einfach rauslösen und immer nur dahinter. Moment, hat Lucrezia gesagt, wieso nicht? Theoretisch könntest du das schon. Es würde einfach 52 Stutz kosten. theoretisch. Aber das wird viel zu teuer. Also den 2 Franken musst du vorstellen, das ist jetzt nur bei den Einkaufswagen so. Bei der Blockchain geht es dann vielleicht um 20 Millionen, verstehst du? Warte, jetzt entscheidend ist die Blockchain. Die überwacht sich selber über jeden einzelnen von den Miner, die das Bitcoin-Protokoll gemacht haben. Die Miner, die werden mit Bitcoins belohnt. Aber ein grosses Problem ist, die Miner könnten sich theoretisch böse verhalten und probieren, das System zu manipulieren. Das wäre schlimm. Das wäre Katastrophe. Verstehst du warum? Nein. Jetzt komme ich. Nein. Nein, hat dann die Verzweiflung gesagt, bitte nicht, bitte komm noch nicht. Nein, jetzt komme ich überhaupt nicht mehr raus. Wenn die Miner zusammenarbeiten, das ist doch cool. Nein, eben gerade nicht. Lass jetzt zu, wenn die Miner mit über 50% Hashpower ein Kartell bildet und wenn das Kartell sein Hashpower missbraucht und das Hashprotokoll manipuliert, wirklich, sagt mir jetzt nicht mehr so. Hashpower. Die kiffen, die meinen, jetzt verstehe ich natürlich alles. Was? Nein, Hash, das ist ein Algorithmus. Doch, jetzt check ich's. Jetzt ist alles klar. Die Blockchain, das ist einfach eine Kiffertheorie. Aber weißt du was? Das passt total, hat sie fröhlich gesagt. Jetzt erkläre ich dir mal etwas, wo du noch nicht gecheckt hast. Nämlich die Typen, die da im Shoppingcenter die ganze Zeit Einkaufswagen schlagen, wieder eine Kasse für mich stoßen, die kiffen die auch alle. Die sind doch alle immer bekifft, von morgen bis abend, total verbannt. Sonst haltest du doch den Scheißjob gar nicht aus.
Der Andi hat jede Hoffnung fahren lassen. Sein Blick hat etwas Verlorenes bekommen. Schätzli, hat der Liesli gesagt, wieso kommst du jetzt wieder mit den blöden Einkaufswagen? Das ist doch nur ein Vergleich gewesen. Nein, warte jetzt. Köpfchen, los jetzt zu. Du hast mir doch vorher erklärt, dass da in jedem von diesen Einkaufswagen, von dieser Blockchain-Schlange, so die flachen Sachen liegen, der Aufschnitt und die Scheibletter. Was ich mich jetzt frage, ist, was ist denn, wenn bei diesen Typen wegen Kiffen der grosse Hunger einfährt und sie unbedingt sofort ein paar Manches brauchen? Ob sie dann den Food je wieder rauskriegen? Aus denen ich auch sagen, ich glaube im Fall nicht, stell dir mal vor, weißt du, wie krass, hast du den grausamen Hunger und dann liegt da all der Aufschnitt und die Scheiblette und die Schokotafel hinter Gitter und du bringst es nicht zu den Kerlen raus. Horror, oder? Gut, die Typen müssen einfach nur 2 Franken dabei haben, weil die Bitcoins, die kannst du ja nicht direkt in die Schlitz von den Einkaufswagen reinstecken, oder? Oder doch? Hey, was ist mit dir? Lass ich mal zu. Mann, ich probiere dir etwas zu erklären. Ja,